Servus, grüezi und hallo, herzlich willkommen zur 64. Folge Dead Cells und ich bin im Schrein, heißt es hier, glaube ich, und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, war ich hier schon mal? Ich kann mich überhaupt nicht an dieses Ding hier erinnern. Andererseits, ist das irgendwas von diesem, ist doch irgendwas von diesem Federal Falls DLC, oder? Doch, hier war ich schon mal. Ich glaube, einmal war ich hier schon mal. Ja. Das ist ja alles schön gut, gell? Aber wie geht's denn jetzt hier weiter? Ja, also das ist ein Level, glaube ich. Das ist nicht zu mich. Ich weiß nicht, ob ich das damals auch schon gesagt habe. Aber das ist, glaube ich, also gar nicht zu mich. Hallo, Chefkoch. Nein! Wo hätte ich das denn ahnen sollen? Das da unten für den Teleporter. Oh ne, das. Ne, das lasse ich mal. Da bin ich ganz ehrlich, das überlebe ich nicht. Oh! Ja, hier war ich schon mal, das ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich damals gesagt habe, oh, wie geil. Gut, aber ich stelle mich jetzt ein bisschen an, ne? Also. So, das erste Mal, dass ich einen Heiltrank nehmen muss. Eieiei. Also die 60 Kills werde ich wahrscheinlich nicht schaffen am Stück. Habe ich so ein Gefühl. So, jetzt könnte ich mal... Könnte ich mal... Ich habe jetzt auch genug Kohle. Komm, machen wir mal. Und... Statt dem Hokuspokusbogen jetzt auch mal. Der Hokuspokusbogen, das wäre wahrscheinlich jetzt der offizielle Name von mir für dieses Ding. Oh, was war denn das jetzt? Ich sage es gar nicht. Hallo? Kommen wir doch durch.
gucken, was gibt's jetzt hier? Das ist nicht akzeptabel, hier muss es irgendwas geben. Ach, der hätte ich auch durchgekonnt, schaut mal. Oder was ist das? Oh, eine Pastete. Musik ist cool. Ja, man schlägt sich so durch, gell? Was ist denn das? Was ist das? Kennen wir uns? Haben wir uns schon mal kennengelernt? Das sieht ja nur gefährlicher aus, als wir wirklich wissen, ne? Okay, den habe ich noch nicht kennengelernt, sonst hätte ich wahrscheinlich den Eisenstab. Cool, einen Eisenstab. Ne, das ist immer, wenn ich denke, ich investiere nichts mehr in die Items an Zellen. Ich glaube, das ist schon ein paar Mal so gewesen. Dann kommt plötzlich irgend so eine Blaupause und ich denke, oh, das hätte ich ja doch ganz gern. Jetzt habe ich nicht vergessen, da unten war eine Art Tor. Schau mal, jetzt sind wir. Die Plattform haben wir jetzt sozusagen überwunden, offensichtlich. Jetzt wird es auch wieder interessanter hier vom Spielen. Ist mir ganz so ätzend. Aber was machen wir jetzt mit diesem Tor? Das ist hier die Frage. Ich weiß ja gar nicht, was da passiert. Ich muss ja eigentlich rein. Ah. Ein Multibogen. Okay. Ja. Was war denn da hinten? Habe ich es gar nicht gesehen. Jetzt nehme ich den Multibogen und gucke nicht mal, was da noch ist. Also, das war die Gier. Das war die reine Gier. Hier noch Schönes. Hallo. So, was ich ja gerne hätte, wäre ja mal so ein bisschen Richtung, ja, hier diese Items unten, da brauche ich mal was Neues. Die Bärenfalle. Ja, vielleicht mal so. Ich hoffe ja, was in Sachen Balancing geschraubt, was Geld angeht. Das hatte ich ja, glaube ich, schon öfter mal bemängelt. Dass man irgendwann richtig viel Geld hat und damit eigentlich nichts mehr so richtig anfangen kann. Und da wäre natürlich ein bisschen was zu verbessern, tatsächlich. So, jetzt wollte ich mal ganz kurz schauen, ob es hier noch irgendwas gibt, weil ich bin ja hier irgendwo. Aber nö. Ja, so gesehen ist der Schrein gar nicht so schlecht, gell, wenn man erstmal diese Plattform überwunden hat. Heißt das Ding überhaupt Schrein? Also mit dem Schrein hat das eigentlich nichts zu tun hier, gell? So, aber unten geht's ja auch lang. Nee. Nee, da habe ich mich wohl getäuscht. Okay. Ja. Ach, guck mal. Das brauche ich natürlich. Mhm. Mm.
Ja, solche Level-Ups gab es ja schon lange nicht mehr. So gefühlt. Schon wieder ein Boss. Eieieiei. Oh, der Bogen, der macht aber mal richtig Schaden. Eieiei. So, was erwartet mich jetzt hier? Bestimmt wieder was Schönes. Hä? Brief. Ich hatte gehofft, dass ihre Leute mir helfen können, aber sie erkennen mich nicht mehr. Das Versteck des Apostaten ist nicht weit entfernt, aber ich weiß nicht, wie freundlich sie dieser Tage gegenüber Fremden sind, die Hilfe brauchen. Ich verstehe nicht. Ich habe nicht verstanden. Was ist Sache? Was gibt es hier? So wieder irgendwas Besonderes. Oh. Diese vielen Fragezeichen, die sich immer in meinem Gesicht bilden, das ist ja eine Katastrophe. Hier los. Oh, das ist noch ein Pergament der Macht. Wie konnte ich das denn übersehen? Ich glaube, das habe ich gar nicht übersehen. Ich glaube, da war ich einfach nicht. So, 14%. Ja, komm jetzt mal. Der ist Link. Hä? Wieso bin ich jetzt da runtergefallen? Achso, die Brücke hat sich verabschiedet. Das wird der Grund gewesen sein. So, hoffentlich nicht wieder eine verfluchte Truhe, sondern mal eine normale. In der Tat. Knacker, ich bitte euch. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, so rein lebensenergietechnisch bräuchte ich jetzt mal langsam ein Levelende. Nachdem ich ja vorhin so großzügig das Hähnchen verkauft habe und jetzt nur noch eine Ladung Lebensenergie-Trank habe, wird es langsam knapp. Also, die Dolche, die sind nicht stark genug. Oder ich bin noch nicht stark genug. Oder was auch immer. Jedenfalls ist das noch nicht das, was ich wollte. Oder ist nicht das, was ich möchte. Nein, ich wollte mich doch abrollen. Ich wollte doch. Ich hatte doch vor. Also es macht Spaß, aber ich finde es jetzt gar nicht so einfach.
Da kommen noch diese ganzen Raben dazu, die einen auch die ganze Zeit da irgendwie stören. Wie lange geht denn das noch? Jetzt ist es vorbei. Ha! Nicht zu spät. Nicht zu spät, würde ich sagen. Die unvergängliche Küste. Aber es sieht irgendwie so aus, als wäre das versperrt für mich. Der Glockenturm hingegen nicht. Aber jetzt gucken wir mal, was mit der unvergänglichen Küste ist. Das ist eine aus dem DLC. Okay, wieder irgendwas nicht geschafft. Dazu verdammt, unsere Toten zu schützen. Ach, da war ich schon mal. Die Wächter, wenn ihr das kenne ich. Das kenne ich. Und da hatte ich doch, glaube ich, vermutet, dass ich vielleicht einen Skin oder so tragen muss. Einen bestimmten, irgendeine Ausrüstung. Okay. Ja, da sind wir auch weit von entfernt. Das können wir wirklich mal vergessen. Der Eisenstab. Der erste Treffer erlaubt es dir, Nahkampftreffer zu parieren. Die Combo erzielt nach erfolgreichem Parieren kritische Treffer. Also parieren, naja gut, ist jetzt nicht so meins. Ich mach's trotzdem mal. Vergessene Grabkammer. Oder? Glockenturm. Da weiß ich aber, wo ich hingehe. Aber nicht mehr in der Folge, sondern in der nächsten. Deswegen sage ich mal Tschüss und bis zur nächsten. Ciao.